So. Danke, Marcel. Grüß dich zu meinem Kleinen. Danke. Aber bist du wirklich ein Freund? Wie dem auch sei. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Yay! Da wechsle ich mal vor Freude die Waffen. Tannenbaum möchte dich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybären, den du beim Gatherers Garden findest. So, die Alte erstmal. Was ist das? Ah. Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben Timmy H. kurz nach Mitternacht abgeholt. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen oder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Timmy im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 50. Alter. So, da hätten wir einen Code rausbekommen. Mit überall Dinger. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich in der Lastkannenladen war, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Oh oh. Wollte ich nicht. Völlige Konzentration gerade. Ich hab kaum Reichweitwaffen, deswegen muss ich hier mit. Auf Weite trifft er nicht. Ist gut. Ich krieg dich. Ah, das Ding macht kaum Schaden. Oh, mit einem G aus. Dingsen. Nein, die Fritze! Oh, Verbandskasten. Komm mal her, so. Da. So. Alter, Waffenkampf. Ich weiß, dass du das jetzt nicht ausgebeutet werden können, damit der Begleiter noch lebt. Das versuche ich doch gar nicht erst recht. Okay, jetzt hat er mich getroffen. Und. Ah, da sitzt der André vor der Tür. Ich muss ihn jetzt mal holen, sobald ich den hier getötet habe. Nein! Okay, ich bin gleich wieder da.
Hallo, da bin ich wieder und ich habe hier einen Vollpfosten, neben mir stehen. Gegessen. Andere nennen es auch Spiegel. Ach, das war wieder witzig. Jetzt steht er hier direkt neben mir, in einer sehr unangenehmen Position neben mir. Wieso? Nur weil ich da bin. Ja. Jetzt habe ich mal einmal live beim Rumnoomen zu gucken. Ja, ich bin schon dreimal gestorben, also. Oh, habe ich wohl einiges nachzuholen. Vielen Dank, Mister. Ja. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Ja, bitte. So. Geschenk. 200 Level. Adam Hypnotized Big Daddy. Geil. Du hast deine erste Belohnung von Tannenbaum für den Tannenbaum, ne? Für das Retten von deiner Little Sister bekommen. Neues Plasiv. Bla bla bla. Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Notfälle? Unser neuestes Hypnotized Plasmid mit einem Big Daddy täuschen. So dass er sie schützt, als wären sie seine Little Sister. Geil. Ja, kann ich erstmal nicht benutzen. Aber jetzt kann ich es benutzen. nicht abfackeln. Ich will das Hypnosize-Kackteil. Das ist gut. Gut, dass du gar nicht rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Hm. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Ich müsste was ausprobieren. Das kann ich aber erst machen. Warte mal. Okay. Warte mal. So, ich weiß nicht, was das ist. Das ist schön bei OBS. Selbst wenn das jetzt abkacken würde. Guck mal, jetzt seht ihr was eigentlich. Okay, das Spiel ist ja aber 18, also. Guck mal! Das ist gerade bei OBS, wenn ich könnte es hier so. So, ich habe vergessen, was ich machen wollte. Ach ja, genau. Ich wollte gucken, wie lange ich auf. Ich nehme erst eine halbe Stunde auf. Also habe ich erstmal 1,5 Folgen gemacht. Und ich möchte gerne mindestens eine Folge, damit ich für. Heute, morgen und Samstag auch noch haben, dann kann ich Sonntag schön lange aufnehmen. Ja. Und ich werde gucken, dass ich mehr Folgen für Link mache, sodass ich dann Zelda. Das. Ja, Link, Zelda, Link-Kabel, Gameboy. So. Dass ich das an separaten Tagen aufnehmen muss und nicht immer sage. Ja. Da war mein Gameboy drin. Ja. So, Ich lache nachher so hart, wenn du vergisst, das rauszuschneiden. Was? Das hier ist gerade hier? Ja. Nö, das schlaß ich drin. Doch, ich schneide das raus, ist doch scheißegal. Guckt eh nur zwei Leute, ich und du. Ja. Wir gucken das. Nee. Wir gucken und das Kuba. Alleine. So. Ganz Kuba guckt dir gerade zu. Ja. Dann auf dich. Tu mir einen Gefallen und öffne mal die erste Schublade von dem Nachttisch. Möchte was ausprobieren. Ist da ein Ladekabel, ein weißes Dingskabel drin? Kopfhörer? Nein. Scheiße. Ich tue auch alles immer an dem besten Ort der Welt hin. Wieso habt ihr denn überall Pullendeckel rumfliegen? Das sind keine Pullendeckel, Kakaodeckel sind das. Du Spacken, Alter. Lern mal Sachen unterscheiden, ja? Entschuldigung, ich kann Alu noch nicht von Alu unterscheiden. Alu Akbar. Oh Gott. So, ich habe hier noch einen zweiten Kopfhörer. Geil. Ah, ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil sonst würde ich den hier nicht benutzen. Ah. Beste Logik, ne? Gute Erklärung. Kann auch sein, dass es nur auf ein Ohr funktioniert, deswegen habe ich aufgehört. Ich habe eine 2K-Leitung. Ich bin froh, wenn Dinge überhaupt funktionieren, wie der ansatzweise gedacht wurden. Wo ist denn hier das ein Dingskabel? Ja, wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Da ist das Loch. Oh. Wo steckt's endlich rein? Also das ist die Frage, ob man hierauf was hören wird. Wird. Deswegen mach ich mal den Media Player an, ist ja eh egal, ist ja eh Bioshock. So, machen wir für Cooles dran. Oh gut, das mach ich mal dran. Das ist so. Nee, ich mach mal was passendes für das Zeit. So. Vielleicht ist auch das falsche Eingangskabel. Der Loch. Wie immer steckt. Nee, man hat ja Mikro und Alu Aqua Hörer. Das ist das neue Ding. Okay, ich weiß nicht, ob man das sogar im Mikro hört, aber meine Musik ist laut. Also ich hab's auf jeden Fall gehört. Ja, wenn wir eine Anlage viel lauter machen, hört man dann. Schön, dass ich jetzt mitten in der Aufnahme mache. Kann ich hier auch nicht pausieren. Nee, man gibt es. Gibt nur Stoppen. Ich habe keinen Bock, das zusammenzuschneiden. Also, obwohl das ist eigentlich mega einfach jetzt mit meinem PC, aber scheiß drauf. Du faul.
wenn er E03 Leute zu gucken oder so. Jo, Wiedergabegeräte. Nur der eine Lautsprecher ist angeschlossen. Und die vier Bildschirmanschlüsse. Schlüsse. Stereo-Mix mache ich aus. So. Ich hab hier irgendwo meine Kopfhörung geblieben. Ich könnte, weil ich dachte, ich kann es anschließen und passe. Ja, das ist kein Problem. Ihr guckt euch den Scheißer freiwillig an. Ich guck mir das ja nicht an. Selbst schuld, wenn ihr auf den Kanal klickt. Ich verlose Batterien. Verätzte Batterien. Die sind geil. Kein Scheiß, er verlost sie wirklich. Ah, fuck, mein Ellbogen! Er verprügelt sich schon wieder selbst. Ich habe damit nichts zu tun. Ja. Grüße übrigens, ich bin Zwirli. Hi. Jeder, der das Legend of Zelda kennt, kennt mich aus den Kommentaren. Hi. Von Legend of Zelda, also generell. Von allen Spielen. Ich bin überall. Überall. Ja. So. Okay, wie ist auch? Folgt mir auf Twitter. Er hat keinen Twitter. Doch, hast du sogar. Ich habe wirklich Twitter. So, Scheiß drauf, dann hast du Pech gehabt, dann musst du einfach hier sitzen und nichts machen. Meine Ordnung ist so, weil eine Person namens Mutter hier immer meint, du machst Kabel ganz Salat und dann macht die einen Kabelsalat. So, die Musik mache ich jetzt wieder aus. Tschüss. So, und dann spielen wir einfach weiter, ohne andere hier irgendwie zu bemerken. Lalalala. Oder dass ich irgendwas bemerke. Ja. Oh, das kenne ich. Ja, ich habe doch schon vorher gesagt bei der Aufnahme, ja, eine Person namens André wird gleich hier reinkommen. Und ja. Nicht mein Problem. Du bist ein Zigeuner. Ich bin kein Zigeuner. Ich bin halb Zigeuner. Nein, ich bin kein Zigeuner. Was mach ich denn jetzt? Extra. Kubaner. Du hörst weniger zu. Das sind die Fiesgeschwindigkeit beim Hacken. Gesundheit, so. Und mehr kann ich nicht. Ah doch. Ja, okay, spare ich auf. Feuer, Feuer. Feuer, aua. Wie habe ich mir das selber? Ach so. Ja. Er zündet einen Gastank an und fragt mich, was ihm gerade wehgetan hat. Ist ja nicht schön. Ich habe nicht mal gesagt, was ich die wehgetan hat und dann weiß ich sofort, was hier abgeht. Das ist direkt so. Ich wünschte. Stuhl will ja nicht mal hinpassen, das ist das Problem. What the fuck, was habe ich jetzt gemacht? Alter, du Bitch, Alter, verpiss dich. Ich mache nichts und der ist einfach aggro auf mich. Das ist quasi Bitch Daddy. Hier, retten. Ja, meiner Meinung auch. Aber witzig ist, wie klein muss die sein, dass er die mit einer Hand um die Teile packen kann. Oh, das ist ein Topmodel. Sind die wieder niedlich? Ich alle 5 Sekunden rum, kann. Nur die Stimmen. Hier ist jemand. Ja, du und deine Freundin. Nein, da hinten ist jemand, weil die Selbstschussanlage angegangen ist. Ja, da ist jemand. Toll, dass ich jetzt nachladen muss. Hier, what the fuck? Habe ich ausgerechnet die Granate, die gerade in die Luft geworfen hat, angezündet und die ist dann explodiert. Okay, Moment.
So, wir immer wieder, da sind irgendwelche Personen hier in meinen Raum reingedödelt. Ja, gedödelt. Und deswegen bin ich jetzt. Behalten den Dödel für dich, Alter. Ernsthaft, wenn der Mann nicht eine 2K-Leitung hätte, dann könnte er auch mal PS mitreden. Ja, aber mit 2K-Leitung. Brians Männer haben dich mitgenommen. Sie meinte, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns in 2. Sektion. Zimmer Nummer 7. Der Schlüssel kommt. Die Tür 7533. Geliebtes Kind. Auch geil, wenn du diese Tonaufnahme liest. Liest? Ja, sie hat gesagt, wenn du diese Nachricht hier liest. Hörst. Obwohl kann sein, dass sie auch in digitaler Textdokument-Editor-Version da ist. Weil das ist noch wieder so ein Tonband. Na! Das wollte ich gerade, warum wir gerade gelacht haben. Mein Kopfhörer. Die kann man die Muscheln so umdrehen, dass dann. Wie soll ich sagen? Ich habe ja nur einen Kopfhörer. Oder einen funktionierenden. Und ich habe die Muschel so gedreht, weil André direkt neben mir ist. Ich wollte auch was hören. Tut mir leid. Hört man das aber auch gut? Muss ich das Ohr da ranpressen, weil das sieht ein bisschen komisch aus. Du machst das ja nicht mit Facecam. Ja, zum Glück. Nee, die ist da oben im Bildschirm drin, aber ist. Versteckt. Alter, so. Auf diesen Fontänen müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Ja, das war die beste und informativste Dingskacke, die es gibt. Ich bin gespannt, wie scheiße ich mich nachher in der Aufnahme an. Nicht so scheiße, weil das Mikro ist ganz gut. Vielleicht ein bisschen leise, aber sonst gut. So, nur kurz im Test, du kriegst, ob das Mikro überhaupt noch geht. Ja. Denn ich kann hier sogar bei OBS, hier kann ich eine dritte Audiospur machen für deine Stimme, oder wir sprechen einfach beide in das gleiche Mikrofon. Ja, und der Desktop-Audio, ich hoffe mal, dass das Desktop-Audio nicht so laut ist, müssen wir gleich mal nachgucken. Ich habe hier selber extra, muss ich eigentlich auch mal die Spielaufnahme extra für Bioshock, mache ich jetzt mal schnell hier eine Aufnahme. Bioshock, damit ich beim Streamen weiß, dass ich das nicht benutzen soll, damit ich immer, manchmal kann ich sagen, oh, ich spiele Bioshock, dann muss ich nicht immer hier auf Eigenschaften gehen und dann hier sagen, oh, guck mal, ich mache jetzt mal den Taskmanager, der sieht voll, okay, ich kann ihn nicht anzeigen, weil das ja kein Vollbit-Programm ist, aber ja, wie gesagt, dann muss ich das nicht mal auswählen, habe ich für Zelda, guck mal, sieht man das jetzt wieder oder nicht? Weil muss immer drauf gehen, damit ich das aktualisiere, ja gut, dann sehe ich wieder was. Yay. Hier will ich später machen. So. Da ist einmal während der Aufnahme dabei und der Typ muss alles nochmal neu überprüfen. Ja. Nein. Ficken. Nein, nicht mit dir und nicht jetzt. Scheiß Kaktal stirbt. Halt Wille wünsch. Ich meinte nicht dich. Obwohl, jetzt wenn du es sagst, ja. Pick. Da muss man irgendwann mal. Oh, hier. Bezahle, damit die Notausschaltung ausgeht. Tut. Ja. Das wird wohl immer. Ja, ich kann ihn hacken. Hier, $20. Ich verspiel mein Geld zu viel. Also übertrieben viel. Ach, meine Grammatik. Alter, noch einmal. Noch eine. Wo? Wo? Junge, wo? Wo? Alter, fick dich! Boah, ich kann wieder runtergehen, das Ding abschalten. Aha. Nochmal $20 weg. Danke, Spiel. Kein Problem, wenn man will. Alter, André. Du bist Zwirli. Alter, du bist voll der Zwirrenmann. Nein, ich weiß auch nicht, was du nimmst. Ja, ich weiß, dass ich das Ding nicht verkauft habe. Ja. André, verkaufen das softe Zeug. Das will ja niemand haben.
auf er selbst und auf Manuela. Oh. Gut, dass sie sowas nicht sehen kann, weil die auch eine scheiß Leitung hat. Ey, alle hier haben so eine. Ja, gar nicht. Ja. Grüße gehen raus an Mann. Was hast du eben gesehen? Und auf Ausrede sieht ihr das dann bei ihrem Freund. Bei ihrem Doktorfreund. Haha. Alter, fick die Kameras, Alter! Oh, zum Glück hat sie mich nicht gesehen. Ah, die Selbstschutzanlage hat mich gesehen. Soll ich mit einem Schlagbohrer fein Loch reinmachen, wenigstens für euch? Oder wollt ihr. Du brauchst keinen Schlagbohrer dafür. Schlagbohrer ist für Beton. Und sehr, sehr steife Sachen. Harte Sachen. Ja, deswegen soll ich einen Schlagbohrer. Nur weil mein Penis so hart ist. Das ist was du jetzt gesagt. Oh. Ich hole mir wirklich, ich muss mal gucken, wenn ich mir, also sobald ich mir ein richtig gutes Mikrofon hole, kann man dann das Mikrofon da hier für Gash.de benutzen. Und ich brauche eh bald mein neues Headset. 10 Euro Headset. Aua. Im Ernst? Da wie immer mein Stuhl die ganze wackelt, wie so ein Kleinkind. So, ich mag das. Ich will spielen. Irgendwann muss ich mich ja festhalten hier. Wenn es wirklich, wenn du nicht mehr stehen, da steht jetzt die ganze Zeit neben meinem PC, kann die Muschel auch wieder umdrehen, Alter, wenn du, so. Du hörst ja eh nicht zu, dem Spiel, du. Der guckt dir das eh an, nachher, Alter. Ja, deswegen höre ich einem nicht zu. Ach, du hörst nie zu. Fick den. Ich hoffe, man versteht mich auch schön gut. Alter, warum kann das nicht hacken? Warum kann das nicht hacken? Ficken. Alter, noch mehr? Alter, wie viele Dinger sind hier? Ich schieb etwa einen Schatz oder einen Schnatz. Ein Hack and Slay. Den Witz verstehe jetzt ich nicht. Im nächsten Teil muss man auch ganz viel hacken. Das Super Mario Spiel. Au, 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 au. Ja, au. Ja, Sven, was ist denn da jetzt? Da ist noch eine Schussanlage. Da wird sich verarschen, Alter. Mein Mausfest, Alter. Wie kannst du es wagen, es zu berühren, zu wagen, es berühren zu wollen? Ja. Geh weg. Er sitzt hier gerade vollkommen verstört und guckt mich einfach nur an. Boah, Alter, was für eine Aufnahme. Ich kriege ja gleich Nackenschmerzen. Was soll ich sagen? Ich stehe die ganze Zeit mit krummem Rücken. Ja, ist doch nicht mein Problem. Ich hab Nackenschmerzen, du hast einen krummen Rücken, ja. Klingt gar nicht komisch. Fick dich, du blödes Kackteil. Du bist meins. Ja, mein Schatz. Apropos mein Schatz, ich mach bald Herr der Ringe. Mordor Schatten. Das ist ja der erste Grund, warum ich hier bin. Ich hab mich dafür bezahlt. Dass er Überleitungen erfindet, damit ich dann über andere Let's Plays Werbung machen kann. Ja. Die erst in 10 Jahren rauskommen. Ratet mal, aus welchem Schmerz ist. Nein, es wird nicht so auf diesen Kanal kommen. Doch, es wird auf diesen Kanal kommen. Sollte ich noch aufmerksam machen, Vogel. Besoffen. So, bin ich mal besoffen, was ist hier? Oh! So. Schön, dass eine Wand ist. Da liegt deine Kontaktlinse. Die hast du dir aufgehoben, ohne sie zu berühren. Weil die nicht an war. Benutzt mal deinen Brain, Alter. Geht gar nicht. Unaktivierte von Kontaktmino. Wie man die unaktiviert da lässt. Fingerbomben, Digga. Ja, du bist ja auch beim ISIS. Nein, das sind doch auch Amateure. Das sind die langweiligsten. Die nehmen nur eine Bombe. Ah, das soll ich selbst entzieren. So, bevor ich jetzt dahin gehe, gehe ich erstmal hier hin. Le Camareux. Ich sag, die Dinge sind so langsam. Langsam. Oh yay, yeah, MGs. Oh yay, yeah, Granatenwerfer. Oh yay, yeah, ein Safe. Was? Oh, Jana hat dir geschrieben. Hat mir bestimmt auch geschrieben.
Ja, die Jana, die man kennt bei... Naja, sie ist eine Jana. Und niemand kennt eine Jana. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Oh, ich hab auch WhatsApp-Nachrichten. WhatsApp-Nachrichten? What the fuck, Junge? Die hat mich nicht angeschrieben. Geht gar nicht, Alter. Jana, ich hasse dich, ja? Das geht gar nicht. Nee, geht gar nicht. Nee. Sowas geht nicht. Das kann man doch nicht machen, ja? Das ist hier Eheberatung jetzt beim Display. Könnt ihr sagen, ich habe den Bus verpasst? Ja. Auf meiner Klasse sagt das jeder jeden Tag in der Klassengruppe. Nein. Abwechselnd. Abwechselnd. Ja, sag ich ja. Jeder, jeden Tag. Abwechselnd. Die Gesetze ist oder meine Marke. Hey, jetzt hast du Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße.